Das ist ja das Schöne an einem kooperativen Spiel, finde ich, dass es da dann wieder in Ordnung ist, weil es ja dann nicht so ist, dass es einen Spieler per se trifft. Oh, der arme Klaus hat zum vierten Mal hintereinander vier Zeit gewürfelt, der wird nie gewinnen, sondern das trifft uns natürlich alle. Hallo Freunde der analogen Unterhaltung, willkommen zu einer neuen Review hier bei Hunter und Kron. Heute mit der Funforge-Neuheit Professor Evil and the Citadel of Time. Jetzt muss man sich so einen Blitz geben. Ein Spiel von Brett J. Gilbert und Matthew Dunstan. Jetzt eine GenCon-Neuheit gewesen, wird auch auf der Spiel auf jeden Fall, ist auch auf der Spiel noch die Funforge-Neuheit sozusagen. Aber Und auf war Englisch halt. auf Englisch, Ja. ja. Aber ich sag mal gleich vorab, es sind kleinere Sprachkenntnisse vonnöten, aber keine allzu großen. Es war auf der GenCon rasend schnell ausverkauft. Das Ganze ist übrigens ein Spiel für 2 bis 4 Spieler ab 8 Jahren, also ein Familienspiel und dauert so 30 bis 45 Minuten. Und thematisch ist es auch eine sehr coole Sache, weil der Professor Evil, der hat wohl eine Art Zeitmaschine erfunden, reist durch die Zeit und klaut da wichtige Dinge, so wie die Mona Lisa, also so Artefakte aus unserer Geschichte, um diese in seiner Zitadelle irgendwie zur Schau zu stellen, wo sie dann nur noch er alleine betrachten kann. Das können wir natürlich nicht Ganz zulassen. genau, deswegen steigen wir als kooperative Gruppe in diese Zitadelle ein und kämpfen gegen den Professor Evil, wie auch irgendwie gegen die Zeit und versuchen da rechtzeitig alle Hebel und Fallen zu deaktivieren, Türen zu öffnen und diese Schätze sicherzustellen, die halt der Professor geklaut hat. Professor Evil and the Citadel of Time von Funforge ist ein relativ einfaches, kooperatives Familienspiel tatsächlich. Thema natürlich super cool. Ja, der Professor Evil, der hat eben diese ganzen tollen Gegenstände geklaut mit seiner Zeitmaschine, so was wie die Mona Lisa und die Büste der Nofretete und sowas. Hat das alles hier in seinem ja, in seiner Zitadelle der Zeit eingesperrt und wir sind jetzt Agenten und müssen das hier alles befreien. Der kooperative Aspekt sorgt dafür, dass tatsächlich das Spiel, ja, man kann es entweder allein spielen oder bis zu 4 Spieler, spielt keine Rolle, weil es wird nachher immer so ablaufen. Ein Spieler ist dran, macht seine Aktion und dann benutzt er 3 Würfel, um den Professor zu aktivieren, sozusagen das Spiel, das dann plötzlich aktiv wird und der Professor versucht dann sozusagen auch uns aus dem wieder hier rauszuschmeißen, Fallen wieder zu aktivieren, die wir versucht haben zu deaktivieren und eben auch Schätze möglicherweise einzusammeln, weil darum geht es im Spiel. Wir müssen diese Schätze eben retten und wir müssen es schneller machen als der Professor. Es ist dann vorbei, wenn entweder wir es geschafft haben, 4 Schätze zu retten, bevor der Professor gewonnen hat. Und der Professor gewinnt einfach, wenn er 4 Schätze hat, bevor wir 4 Schätze haben. Also darum geht's. Und jetzt erkläre ich euch einmal ganz kurz die wirklich übersichtlichen Regeln im Detail. So, fangen wir erstmal mit dem wirklich sehr hübschen Spielplan an. Ihr seht schon, das ist eben diese Zitadelle der Zeit mit den verschiedenen Räumen. Das ist jetzt schon das Setup. Das muss man natürlich erstmal alles so hinstellen. Zunächst mal gibt es hier diese Türen, das sind diese schwarzen Holzmarker. Am Anfang sind einfach alle Türen zu. Wir müssen natürlich die Türen aufmachen, um uns jetzt hier so durchbewegen zu können nachher. Aber ist auch alles kein Problem, ist einfach eine Aktion. Tür aufmachen. Außerdem liegen auf dem Spielplan jetzt schon solche Fallenplättchen rum. Das sind diese kleineren Plättchen. Die haben 2 Seiten. Sie haben nämlich eine angeschaltete Seite und eine ausgeschaltete Seite. Am Anfang wird eben Zufall hier mit diesen Ortskarten, auf denen einfach die verschiedenen Räume drauf sind, 6 Fallen, die ausgeschaltet sind, aufgebaut und zufällig 6 Fallen, die angeschaltet sind. Außerdem macht man 3 Schätze, legt man 3 Schätze aus. Hier haben wir den Rosetta-Stein zum Beispiel oder die Büste der Nofretete. Und was haben wir hier noch? Hier oben das Notizbuch von Leonardo da Vinci. Auch die werden mit diesen Ortskarten einfach zufällig verteilt. Und auf diesen Schätzen sind jetzt 2 wichtige Informationen drauf. Einmal eine Zahl, das gibt die Zeit wieder, die wir nur zur Verfügung haben, um diesen Schatz zu retten. In dem Fall haben wir beim Rosetta-Stein 45 Minuten Zeit. Und hier unten sind 2 Symbole. Das sind die Fallenarten, die wir deaktivieren müssen, um diesen Stein zu retten. Das heißt, alle Fallen mit diesem und diesem Symbol müssen ausgeschaltet sein. Nur dann
können wir den Rosetta-Stein einsammeln. Und hier sieht man nochmal drei verschiedene Fallen. Da seht ihr auch wieder die Symbole. Die haben eben diese angeschaltete und ausgeschaltete Seite. Und es gibt unterschiedlich viele, zum Beispiel hier von dem hier, von dieser Fallenart, das ist auch die Zahl hier. Da gibt es nur eine. Das heißt, wenn dieses Symbol irgendwo aufgedruckt ist an einem Schatz, muss ich einfach nur diesen eine Falle hier ausschalten, während es von dieser Fallenart vier Plättchen gibt. Das heißt, wenn das irgendwo erscheint auf einem Schatz, muss ich alle vier von diesen Plättchen auf umgedreht haben, deaktiviert haben. Erst dann kann ein Spieler den Schatz einsammeln. Die Zeit, die wir jetzt zur Verfügung haben, um so einen Schatz zu retten, die wird jetzt hier auf dieser großen Uhr einfach mit diesen farbigen Markern eingestellt. Also man sieht ja schon, roter Marker haben wir jetzt einfach auf den Rosetta-Stein gelegt. 45 Minuten haben wir Zeit. Hier sind wir gerade, da startet natürlich die Zeit. Und dann 45 Minuten, ein Schritt ist 5 Minuten, hier ist der rote Stein. So lange haben wir Zeit. Für Da Vincis Notebook haben wir nur 30 Minuten, deswegen ist eben der blaue Stein da. Und ist klar, nachher wird das hier so laufen und es wäre schon sinnvoll, jetzt zuerst Leonardo da Vincis Notebook einzusammeln, weil wenn dieser Marker hier unten ist und wir haben es noch nicht geschafft, dann käme das zu den verlorenen Schätzen, die dann für den Professor zählen. Der Professor selber ist auch schon da, hier, der beginnt immer im Laboratorium, während die Spieler erstmal in die Zitadelle einsteigen müssen. Die Spieler wählen sich dann einfach alle einen Charakter aus, sehr hübsch gemacht. Da gibt es dann hier so ein Tableau hier, die Irene Elder, Queen of Time. Jeder Charakter hat nämlich ein eigenes Deck mit eigenen Spezialfähigkeiten und eine eigene Sonderfähigkeit, die auf der Rückseite von diesem Tableau hier aufgedrückt ist. Die kann quasi während dem Spiel aktiviert werden. Dann hat hier die Irene hier nochmal eine zusätzliche dauerhafte Spezialfähigkeit. Sie zum Beispiel hier, bevor sie dann Aktionen durchführt, kann sie immer eine Tür irgendwo im Schloss einfach öffnen. Das kann sie dann immer machen, einmal, wenn sie dran ist. Und sie hat noch eine super Spezialfähigkeit, das steht dann hier unten. Man kann nämlich einmal den Zeitmarker, kann sie hier um 15 Minuten vordrehen. Also sie kann einfach, man kann 15 Minuten opfern, aber um dann auch gleich drei extra Aktionen ausführen zu können. Dann wird allerdings das hier wieder umgedreht, sie hat diese Spezialfähigkeit nicht mehr und es kann aber dann im Spiel dann nochmal aktiviert werden. Außerdem hat man natürlich seine Figur und man hat sein Deck. Jedes Kartendeck besteht einfach hier so aus so Spezialaktionskarten, wirklich ja, sehr hübsch gemacht, seht ihr schon. Hier zum Beispiel, man kann einen Treasure Marker 10 Minuten weiterdrehen, kriegt man einfach 10 Minuten mehr für einen bestimmten Schatz. Oder hier, man kann zwei Spieler aussuchen. Und die dürfen dann alle Türen da, wo sie sind, plötzlich öffnen. Als Vergleich hier mal kurz der hier, der ist so ein bisschen so ein Fallenspezialist. Wenn er jetzt zum Beispiel in einem Raum mit so einer Säge ist, dann kann er irgendwo hingehen, wo auch eine Säge ist. Oder hier, das bezieht sich dann darauf, wie der Professor sich bewegt. Also jeder dieser Decks ist wirklich, also jeder dieser Charaktere ist wirklich spezialisiert auf eine bestimmte Sache. Es gibt auch einen, der ist mehr auf die Bewegung spezialisiert. Und so weiter. Also ja, wirklich schöne Variationen in diesen Spezialfähigkeiten. Ja, und das Letzte, was ich jetzt euch noch zeigen muss, einfach wie gespielt wird und das ist, wie ein Zug abläuft. Und es ist wirklich sehr einfach, wenn man jetzt dran ist, hier die Irene ist jetzt dran, dann deckt sie die obersten zwei Karten ihres Spezialkartenstapels auf. Dann hat man zwei offene Karten hier liegen und dann hat man einfach drei Aktionen und darf eine dieser beiden Spezialfähigkeiten nutzen. Aktionen ist wirklich super einfach. Eine Aktion wäre zum Beispiel bewegen. Das ist auch, wenn man ins Schloss rein will. Das geht übrigens nur hier über diese Fenster hier. Bewegen ist eine Aktion. Eine Tür aufmachen wäre eine Aktion. Und natürlich einfach eine Falle deaktivieren wäre eine Aktion. Die letzte mögliche Aktion ist noch einfach einen Schatz einsammeln. Aber wie gesagt, das geht eben nur, wenn alle Fallen dieser Art dann auch wirklich ausgeschaltet sind. Man kann sich natürlich nur hier über Türen bewegen, die man vorher aufgemacht hat. Also einfach eine geschlossene Tür kostet dann einfach mehr Aktionen, um dann dahin gehen zu können. Und ja, das war's. Und dann kann man eben einfach noch eine von seinen beiden Spezialfähigkeiten nutzen. Hier zum Beispiel könnte ich eben hier mir uns noch mehr Zeit für Blau geben, wenn ich das hier nehmen würde. Und das würde jetzt noch nichts bringen, weil die anderen Spieler halt noch nicht auf dem Plan sind. Ja, und dann, wenn man das gemacht hat, wenn man seine Aktion gemacht hat, dann muss man für den Professor würfeln. Dann gibt es hier drei Würfel. Die würfelt man.
Und ja, da passiert dann einfach Folgendes. Dieser weiße Würfel hier, der zeigt an, was der Professor macht. Da gibt es zum einen halt diese Pfeile, das bedeutet jetzt, er bewegt sich drei Felder. Es gibt es aber auch als, er bewegt sich nur ein Feld oder er bewegt sich zwei Felder. Dann gibt es einfach so Zeit hier, 5 Minuten oder 10 Minuten. Da würde er sich nicht bewegen, aber wir verlieren einfach zusätzliche Zeit. Ansonsten der Zeitwürfel hier, wir verlieren immer ein bisschen Zeit, aber hier würden wir zusätzlich Zeit verlieren, auch durch den weißen Würfel. Und dann gibt es noch hier dieser Pfeil, das bedeutet, der Professor benutzt einen Geheimgang, um irgendwo ganz schnell hinzulaufen. Jetzt ist die Frage, wie bewegt sich der Professor eigentlich? Und dafür ist jetzt dieser Farbwürfel da, der hat drei farbige Seiten, rot, blau und grün. Und wenn man jetzt guckt auf den Spielplan, ist es tatsächlich so, jeder Raum hat drei Türen, drei Aus- und Eingänge und vor den Türen liegen farbige Teppiche, grün, blau und rot. Und dieser Würfel zeigt einfach an, wohin der Professor sich bewegt. Sagen wir mal, wir hätten hier grün gewürfelt mit drei, das heißt, er läuft jetzt drei Felder weit, dann läuft er einfach immer durch die grünen Türen. Er würde jetzt hier hinlaufen, weil da die grüne Tür ist. Eins, zwei und hier ist nochmal eine grüne Tür. Drei. Das hätte der Professor mit diesem Wurf jetzt gemacht. Und der letzte Würfel, bevor ich jetzt noch sage, was passiert bei dem Professor, wenn er hier durchläuft, ist einfach nur der Zeitwürfel, wo dann festgelegt wird, zwischen ein und zwei Zeit vergeht halt einfach hier auf der Uhr und bringt uns damit näher dahin, dass der Professor einen Schatz eben doch wieder sichern kann. Und das Problem des Professors ist jetzt, wenn der sich irgendwo durchbewegt, dann passieren blöde Sachen. Überall da, wo er durchläuft, wird er nämlich alle Türen wieder verschließen. Das heißt, wir müssen die Türen immer und immer wieder neu öffnen, um da durchzukommen. Außerdem wird er alle Fallen aktivieren. Das heißt, es kann einfach sein, wir versuchen mühsam hier die Fallen zu deaktivieren, die wir brauchen. Wenn wir Pech haben mit dem Würfelwurf des Professors, dann aktiviert er, läuft er da rum und aktiviert munter wieder die Fallen, die wir eigentlich ausschalten müssen. Und wenn jetzt wir ganz viel Pech haben und der Professor irgendwo hinkommt, wo wir selber stehen, dann schmeißt er uns einfach aus dem Schloss raus und wir müssen beim nächsten Zug wieder mit einem Zug wieder ins Schloss einsteigen und einfach flüchten. Daher will ich natürlich auch hier das hier wieder deaktivieren, aktivieren und das hier auch. Ja, das ist alles, was passiert. Und dann gibt es eben noch diese Sache mit dem Geheimgang. Da ist es einfach so, dass er dann automatisch zu dem Schatz hinläuft, der diese Farbe zeigt. Also in dem Fall direkt zum grünen Schatz. Es gibt ja eben auch, wie gesagt, nur drei Farben und es gibt eben immer drei Schätze, die ausliegen, wird ein Schatz eingesammelt, wird dann ein neuer gezogen. Also es gibt immer einen blauen, einen grünen und einen roten Schatz und dann kommt er dann halt immer mit dem Geheimgang hier direkt hin. Ja, und das war es im Endeffekt. Die letzte Regel, die noch fehlt, ist, dass immer wenn der Zeitzeiger hier über dieses Feld oder dann eben über dieses Feld kommt, dann dürfen die Spieler kooperativ entscheiden, welcher Spieler seine Spezialfähigkeit aktivieren kann. Also das ist einfach das Symbol dafür, dass man hier so ein Plättchen umdrehen kann. Und da muss man halt entscheiden, okay, welche Spezialfähigkeit hilft uns jetzt im Moment besonders weiter. Und dann merkt man halt auch, das läuft halt hier so ein, zweimal rum in so einer Partie, dass halt nicht alle möglicherweise ihre Spezialfähigkeit aktivieren können. Vielleicht kann auch einer mal beide zweimal aktivieren, also sie auch nochmal benutzen und dann wieder aktivieren, die besondere Spezialfähigkeit, weil dann wird das Plättchen ja wieder zurückgedreht. Das ist halt einfach auch so eine kooperative Entscheidung. Und wie gesagt, wenn dann eben wir es geschafft haben, vier Schätze zu retten, bevor der Professor vier Schätze gerettet hat, dann, also bevor, und der Professor rettet sie, wie gesagt, wenn eben hier die Zeit um ist, dann wäre der blaue Schatz plötzlich verloren und zack, wenn es hier hingehen würde, hätten wir nochmal zwei Schätze verloren. Wenn das viermal passiert, dann haben wir halt verloren. Thematisch hat mich das sofort abgeholt und auch mechanisch gefällt mir das Ganze. Es erinnert tatsächlich so ein bisschen an Geister-Geister-Schatzsuchmeister auf eine Art und Weise, aber hebt das Ganze jetzt schon auch nochmal auf eine Stufe höher. Ja, Familienniveau ist halt jetzt kein Kinderspiel mehr, kein reines, wobei es mit Kindern sicher gut funktioniert. Deswegen natürlich die Sprachbarriere, ne? Schon schade ein bisschen, dass es jetzt noch auf Englisch ist. Aber Für im die allerschlimmsten Achtjährigen. Fall, ja, also irgendwie kriegt man das dahin. Aber das ist tatsächlich, also Meeple Beat hat dazu gesagt, ja, das ist jetzt genau Geister, Geister, Schatzsuchmeister für Gamer. Und da ist sehr viel Wahres dran. Das Schöne ist halt für Gamer, warum? Ja, weil jeder hat hier doch ein eigenes Deck, die Charaktere spielen sich anders. Es gibt eben Spezial Effekte auf diesen Karten. Es passiert natürlich wesentlich mehr, aber das Prinzip ist ähnlich. Wir stimmen uns ab, versuchen da im richtigen Moment, zur richtigen Zeit, am richtigen Ort zu sein. Und auch das Glück
sollte uns da bei der ganzen Sache tatsächlich ein bisschen Holz sein. Ist vielleicht auch einer der kleineren Wermutstropfen. Ja, wobei es auch der Reiz des Spiels ist. Aber gehört es halt auch mit dazu. Ja, es ist der Reiz des Spiels und auch der Wermutstropfen natürlich, weil wie sich jetzt der Professor bewegt, was wir da würfeln, das ist natürlich wirklich ein ziemlich großer Glücksfaktor. Ja? Also gerade zum Beispiel auch so, es kann sein, wir finden uns alle ziemlich nah beim Professor, wir können da voll Pech haben, dass er uns alle erwischt in einem Zug oder wir haben Glück und er rennt gerade in die andere Richtung. Ne? Das kann natürlich alles passieren. Genauso, ob man jetzt sehr viel Zeit verliert oder wenig, das ist einer ja, der Hauptgründe, die Zeit rennt uns halt davon. Und wenn wir natürlich schlecht in der Zeitwürfel immer zwei Zeit oder dann der Professorwürfel auch noch Zeit verloren, dann kann es schnell vorbei sein. Auf der anderen Seite, das ist natürlich auch die Spannung des Spiels. Ne? Also, es ist immer spannend, das ist cool, finde ich, weil klar, am Anfang, erstmal, wir hatten schon Partien, da hat der Professor drei Schätze gehabt, wir noch keinen. Und dann wussten wir, okay, wir müssen jetzt vier Schätze hintereinander, wir dürfen uns nichts mehr erlauben. Und wir haben es wirklich, wir haben es dann nicht geschafft, aber drei haben wir noch geschafft. Also es war halt, es ist, ne? Zu so einem Familienspiel gehört es irgendwie nicht dazu. Es ist genau das, oh Gott, jetzt darf halt das Würfelergebnis XY nicht eintreten. Ah, zum Glück wird es XX, alle jubeln am Tisch oder alle schreien halt laut auf. Das ist ja das Schöne an einem kooperativen Spiel, finde ich, dass es da dann wieder in Ordnung ist, weil es ja dann nicht so ist, dass es einen Spieler per se trifft. Oh, der arme Klaus hat zum vierten Mal hintereinander vier Zeit gewürfelt, der wird nie gewinnen, sondern es trifft uns natürlich alle und das gleicht es dann irgendwie wieder ein bisschen aus. Man sollte halt nur wissen, worauf man sich da einlässt. Das ist ein thematisch saustarkes, bisschen glückslastiges Familienspielgetummel, wo wir tatsächlich in der angegebenen halben Stunde bis dreiviertel Stunde ist das Ganze auch spielbar, da rein, raus, entweder verlieren oder gewinnen. Und die nächste Partie kann eine ganz andere sein. Das haben auch andere, so sowas wie Pandemie, das Würfelspiel, kann es auch passieren. Kann es auch passieren, Partie definitiv. Hast, die unschaffbar ist, dass du eine Partie hast, die ist gutes Beispiel bei der Heilung, ja, ist ähnlich. Ansonsten würde ich sagen, es ist durchaus, es ist schon auch anspruchsvoll. Also man kann hier schon tüfteln mit diesen Spezialfähigkeiten. Wann setze ich so meine Mega-Spezialfähigkeit ein? Oft vergisst man auch gerne mal sozusagen die Effekte, die man da in seinen Karten hat. Da ist viel so, ja, bezieht sich auch viel aufeinander, wo stehen die Mitspieler, wann mache ich das? Also ich kann nämlich auch mir aussuchen, wann ich in meinem Zug meine Kartenfähigkeit einsetze, am Anfang, in der Mitte oder am Ende. Und das kann alles schon, also man hat schon viele Schräublein, die man so optimieren kann, um halt zu versuchen, hier auch vielleicht den Pech von der Schippe zu springen. Also deswegen, es ist jetzt auch nicht so, dass man nichts zu tun hat im Kopf und nur aufs Glück hofft, sondern es ist schon wirklich, man hat hier Optionen und wo gehe ich überhaupt rein, oben, unten, muss ich halt abstimmen. Oft ist es halt so ein, na, so ein, okay, du machst irgendwie da die Entschärfung, dann versuche ich da hinzukommen, aber oft merkt man, okay, ganz oft ist es bei diesem Spiel so, man versucht einen Schatz zu kriegen und merkt dann, okay, wir schaffen das einfach nicht mehr. Wir schaffen das nicht mehr. Dann ist es natürlich besser, wäre es gewesen, wir hätten schon am Zug davor gesagt, wir schaffen das eh nicht und gehen gleich auf den nächsten Schatz, ja, und lassen dem den Professor und sparen die Zeit. Also muss halt vor allem Timing, versuchen, ja, Timing. Zeit, wie gesagt. Man muss vor allem versuchen, halt nicht Schätzen hinterherzulaufen, die man am Ende eh nicht kriegt, ne, weil das ist natürlich vergeudete Zeit. Also schon, es steckt was drin und trotzdem für Familien. Also ich freue mich schon, ein bisschen älter müssen meine Kinder noch werden und Deutsch wäre natürlich schön. Aber wird auf jeden Fall auf Deutsch kommen, bin ich ziemlich sicher, dass das irgendwo kommen wird. Wo genau, wissen wir noch nicht. Vielleicht erfahren wir es dann auf der Spiel. Ansonsten schaut am Stand von Funforge dabei. Ich glaube, wir sind uns da einig als Familienspiel. Sehr zu empfehlen. Auf jeden Fall. Genau. Ist auch hübsch. Also ich bin ja auch darauf das erste Mal aufmerksam geworden durch einen ungewöhnlich langen Namen, wo man eigentlich der Pitch sich aus dem Namen fast schon ergibt, also Professor Evil, Citadel of Time, okay, der hat irgendwas Böses mit der Zeit angestellt und dann schaut man sich das so an und sieht halt farbenfroh und bunt und schön. Eine große Uhr aus in der Mitte. Und hat Würfel und so. Viele schöne Dinge, die ich mag und tatsächlich wurde man da auch nicht enttäuscht. Haben wir schon ganz oft gesagt jetzt, aber wenn man das auf der Liste hat, dann mal recht früh danach schauen. Ja, auf jeden Fall. Auf der Messe meine ich. Ja, das war unsere Rezension hier noch von Citadel of Time. Und wir sagen danke fürs Abonnieren, fürs positiv Bewerten und nicht das Wählen vergessen vor lauter Spielen am Wochenende. Ganz genau. Das wollten wir noch erwähnen. Ansonsten sehen wir uns beim nächsten Video. Ganz genau. Geht wählen. Danke fürs Unterstützen und dann sehen wir uns spätestens beim nächsten Mal. Bis dahin. Macht's gut. Tschüss.